Scala TV Interaktiv präsentiert. Die lange Nacht der Inklusion in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Inklusion Ludwigsburg. Ludwigsburg feiert die Vielfalt mit Musik, Kunst, Vorträgen und zum Mitmachen. Sei live dabei im Internet. Am Samstag, den 25.04. Beginn ist um 17 Uhr, der Online-Einlass um 16.30 Uhr. Viel Spaß! Is time how long we wait? How long is time? Time is 58. Is 0. Time 112. 112 is 112. Is 58. Time 35. 112 is 39. Time 5. Wait. Time is wait. 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 Gordana ist meine nächste Gesprächspartnerin. Und ihr habt diesen Trailer gesehen und jetzt machen wir erstmal nichts und dann warten wir ab. Dieser Slogan, ich glaube, welcher passt besser zu Corona? Und deswegen freue ich mich, dass Gordana jetzt da ist. Und ich sehe dich noch nicht, aber vielleicht plaudere ich noch ein wenig. Ja, du winkst und wenn du jetzt auch was sagst, dann höre ich dich. Gordana, stellst du dich kurz vor, damit wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen? Genau. Ja, hallo Anne. Vielen Dank, Felix, und hallo an alle, die zuschauen, die zuhören und heute da sind. Ich bin Gordana von der Tanz- und Theaterwerkstatt hier in Ludwigsburg. Wir sind eine Kultureinrichtung in der Karlskaserne und das heißt, bei uns kann man Kunst und Kultur erleben. Entweder macht man selber mit in Kursen oder Workshops oder Projekten oder man kommt zu uns und schaut sich Tanz- oder Theateraufführungen an. Und das, was mir ganz viel bedeutet und uns, ist, dass bei uns einfach ganz viele Menschen zusammenkommen, man sich begegnen kann. Das heißt, wir Kunst und Kultur aus aller Welt kennenlernen, ganz unterschiedliche künstlerische Formen, Menschen, junge, alte, von überall her sich begegnen und dabei immer wieder Neues entsteht und wir auch neugierig bleiben können. Und das bedeutet uns einfach ganz viel.
Das Stichwort, das du mir gerade gegeben hast, ist Neugierde. Beschreib mal dich und beschreib mal die Menschen, die zu dir kommen. Wer sind das? Wie neugierig muss ich sein oder wächst du diese Neugierde in mir? Ich würde sagen, beides. Also auf jeden Fall ist es gut, neugierig zu sein, wenn man kommt, weil man vieles dann anders erleben kann, keine feste Vorstellung haben muss, um etwas zu erleben. Aber es wächst natürlich auch damit. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserem alten Tanztheater-Ensemble, von dem ihr jetzt schon einen Trailer gesehen habt. Die sind auf jeden Fall eine Gruppe, die sind super neugierig. Und man kann auch immer ganz, ganz gespannt sein, was sie dann wieder Lisa Thomas, die ihre künstlerische Leiterin ist, immer wieder auf die Beine stellt. Und wie kamst du auf dieses, Verzeihung, wie jetzt machen wir erstmal nichts und dann warten wir ab. Wo kam das her? Die Lisa, also die Choreografin, die hat sich schon sehr lange mit dem Thema Warten beschäftigt und das in die Gruppe reingetragen. So dass man ein bisschen überlegt hat, also welche Situationen gibt es, wie spürt man so etwas auch, Situationen von Warten, was bedeutet das alles und das eben eine künstlerische Form dazu zu finden. Das Stück, das aus zwei Teilen besteht, eine Choreografie von der Lisa und eine von der Nina, wovon wir jetzt den Ausschnitt gesehen haben, hatte letztes Jahr im Mai Premiere. Und wir hätten natürlich nicht gedacht, dass dieser Titel oder diese Situation uns jetzt noch viel mehr, ein Jahr später, ich sag mal in Anführungszeichen, verfolgen wird nochmal. Und wir sind natürlich gespannt, was die ganze Gruppe oder ob wir das Thema sozusagen einfach noch ein bisschen weiter stricken und schauen, wie sich Warten jetzt noch auswirkt oder welche neuen Formen wir in Bewegung dabei finden werden. Da passt ja gut der Appell unserer Bundeskanzlerin hin. Ich bitte Sie um etwas Geduld. Bist du eine geduldige Person? Ja, ich würde sagen, an sich bin ich das schon. Allerdings mit diesem Nichtwissen, wann man sich wieder begegnet, das hängt wirklich von der Tagesform ab, wie gut man damit umgehen kann. Weil die Begegnung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade im Bereich Tanz, wenn ich auch an unser Ensemble denke, immer wieder in diesem Raum. Es geht ganz viel um Begegnung im Raum, das sich im Raum spüren, was wir jetzt wahrscheinlich dann viel intensiver nochmal wahrnehmen werden, wenn wir aus dieser Wartezeit rauskommen. Und gefühlt ist heute welcher Tag für dich? Naja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, es ist Samstag. Ja, natürlich hast du es ein paar Mal gehört. Ich frage mich immer noch, ob heute, als du heute aufgewacht bist, ich will noch ein Gefühl bekommen für, bevor wir ja in den nächsten Trailer übergehen, was wir jetzt sofort machen, ist so gefühlt, weil dieses Warten hat ja auch eine Komponente und vielleicht an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich höre manchmal so in Comedy-Sendungen, ich habe schon um 10 Uhr morgens das erste Glas Wein in der Hand und das Doofe ist, das machen irgendwie alle und das macht gar keinen Spaß mehr. Und ich frage dich einfach, wie ist dieses Warten, wenn du jetzt aufgewacht bist oder wie passt das zu dem? Es ist schon so ein bisschen, ich warte wieder, wie der Tag sich dann heute anfühlt. Darüber denke ich sonst nicht immer nach, wenn ich im Voraus schon, wie das sein wird. Und was ich mehr noch wie jetzt den heutigen Tag, wenn wir so auch im Team oder die Kolleginnen gesprochen haben, dass wir nicht mehr genau wissen, wie viele Wochen wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen haben. Dass wir denken, ist das erst 2 Wochen her oder fühlt sich an wie viel, viel länger. Das ist, glaube ich, das, was man am meisten mitbekommt. Ja, und genau das geht uns, glaube ich, allen so. Und ja, Gott, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Kurz, aber in der Kürze liegt der nächste Trailer. Ich würde sagen, auf zum nächsten Trailer. Und es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Auf bald. Ciao. Das heißt, wir lächeln uns jetzt noch an. Du bist stumm. Der Trailer läuft noch nicht. Ich kann deine Lippen aber lesen. Du hast gesagt, war eine gute Idee mit dem Wein. Gut.
Der Trailer braucht noch ein bisschen. Gordana, weißt du, manchmal kriegt man geschenkte Zeit. Und das ist ja das Tolle an wirklich dieser Situation. Ich bin deutlich entspannter. Und deswegen geht unser Gespräch jetzt weiter. Sag mal, was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, die Frage konnte ich dir vorher nicht stellen. Hast du auch Menschen mit Rollator, bietest du auch Rollatorentänze an? Weil ich habe mal ein Interview geführt mit einer Tanzlehrerin, die hat explizit Kurse angeboten für Menschen mit Rollator, für Menschen vielleicht, die im Rentenalter waren. Bietest du auch so derartige Tanzkurse an? Im Moment nicht, aber wir haben das immer wieder Workshops auch gehabt, auch sehr gerne, dass wir das in der Begegnung machen, dass es Menschen mit und ohne sind, dass man dann da auch ein bisschen gucken kann, wie begegnet man sich dann da im Raum mit dem Tanz. Wir überlegen das eben immer wieder, dass wir das als Workshop anbieten, und aber im Moment haben wir es nicht so als festen Kurs im Programm. Okay. Und deine grundsätzlich, du hast noch nicht über die Größe gesprochen deiner Kurse. Sind das Kurse, die wie groß sind die Kurse? Sind das 5 Menschen, sind das 10 Menschen, sind das 20 Menschen? Wo ist so eine durchschnittliche Gruppengröße bei dir? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich selber unterrichte keine Kurse. Ich bin bei uns Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin, aber die Künstler und Künstlerinnen, die das machen, also wir hoffen immer, dass wir mindestens 10 im Kurs haben, aber es ist eben so unterschiedlich, ich würde mal sagen, zwischen 8 bis so 25 oder so kann das sein. Wir haben zum Beispiel auch einen Kurs, den auch die Leiterin unseres Ensembles anbietet, die Lisa Thomas, der heißt Tanztheater ab 60, von alltagsfernen Bewegungen und Begegnungen. Und das sind so um die 20 Frauen, die da montagvormittags zu uns kommen. Montagsvormittags, wie viel Uhr ist das dann? Um 10. Um 10 Uhr montagsvormittags? Genau. Wow, ja, wir haben eben zum Tanzen. Kurse, ja, für Jung und Alt. Und das heißt, man kann schon vormittags tanzen oder eben auch erst am Abend. Okay, ich würde sagen, wir tanzen den nächsten Trailer. Ich habe gerade den Hinweis bekommen, er ist startklar, und ich würde sagen, danke für die Verlängerung und einen schönen Abend noch. Danke, gleichfalls allen auch. Tschüss. Tschüss. Ihr wartet. Warum bin ich hier? Warum habe ich ausgerechnet hierfür Eintritt bezahlt? The moon is new and so is love. They say the heart of mine is singing. Lover, where can you be? Passiert hier heute noch was? Ha, das war der mal drin. Wartet nochmal, bis ihr so alt seid. Ich hatte gewartet. Ich würde nie warten. Ich würde warten. Und es geht weiter mit Art Blind. Ich
habe euch ja versprochen, wir haben ein weites Spektrum heute Abend auf die Beine gestellt, im sprichwörtlichen Sinne. Und es geht weiter mit Art Blind und mit mir in der Live-Schaltung ist Siegfried Seerberg und Markus Weißen. Hallo! Vielleicht haben Sie mich noch nicht gehört. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was über Art Blind. Und Siegfried Seerberg wird uns heute vier Bilder vorstellen. Er wird uns ein bisschen durchführen durch seine Lieblingsbilder. Ich habe ja auch einen Katalog in der Hand. Und das ist wirklich ein Katalog, der hat das ein bisschen in sich, weil normalerweise klappt man den ja auf und blättert durch. Und er ist auch sehr, sehr hochwertig. Aber es gibt manche Seiten, die sind zugeklebt. Also es gibt manche Seiten, da muss man extra die... Ja, also ich kann das nur andeuten. Ja, also hier zwischen ist quasi noch eine Seite. Jetzt denkt ihr euch, was hat er denn da verborgen? Und jetzt sind Sie auch da. Könnt ihr mich hören, ja? Ja, wunderbar. Das ist immer okay, die erste Frage. Könnt ihr mich hören? Und dann sage ich immer nein. Wie bitte? Okay. Gut. Also, ich bin der Siegfried und Markus ist da. Ich bin halt der Markus. Sehr, sehr schön. Das war jetzt ein bisschen hektisch. Du hast die Maske abgesetzt. Vielleicht lass dir die Kameraeinstellung einfach so, weil sonst wird es ein bisschen, sonst habe ich immer einen Schreck, dass ihr umgefallen seid. Herzlich alles willkommen, klar. Siegfried und Markus. Stellt ihr euch ganz kurz den Zuschauerinnen und Zuschauern vor und ein Appell an euch, wenn ihr Fragen habt direkt zu den Bildern oder wie bekomme ich diesen Katalog mit den geheimen Bildern. In den Chat einfach schreiben und dann gibt's die Antwort. Aber kurz, Markus, willst du anfangen und ich, Siegfried, Entschuldigung, Siegfried, stell dich vor. Ich bin der Siegfried, ja, hallo. Genau, hallo. Also ich bin blind und mache Kunstprojekte und wir hatten vor, die Art Blind mit einem kleinen Angebot zu zeigen und wir haben die Art Blind 2013 gemacht in Köln mit ganz vielen internationalen Künstlerinnen und Künstlern, bildenden Künstlern, die alle blind oder sehbehindert sind. Und Markus war ein Berater und Juror in einer Jury, die sozusagen aus über 60 eingegangenen Anträgen oder Bewerbungen dann mit uns zusammen die Künstlerin ausgewählt hat. Und da ist er irgendwie hinter mir. Ich hoffe, ihr seht ihn. Ja, genau. Wir sehen ihn gut. Sehr gut. Markus, herzlich willkommen. Sagst du ein paar Worte über dich? Also, ich heiße Markus Weißen, wohne seit kurzem in Köln, habe aber lange in Großbritannien und Frankreich gelebt und war halt tätig als Kulturberater beim Royal National Institute of Blind People in Großbritannien und habe mich viel mit inklusiver Kultur abgegeben und habe auch viele blinde und sehbehinderte Freunde, die unter anderem auch Maler und Künstler sind. Ja. Klasse. Und heute Abend wollt ihr uns, ich habe hier eine Liste von vier Kunstwerken zeigen. Das ist und wollt uns da ein bisschen durchführen. Vielleicht wollt ihr auch den Katalog noch kurz erwähnen. Ach ja. Du hast ja aber schon ein bisschen drüber erzählt, da hatte ich gerade so ein bisschen Probleme zu entscheiden, ob jetzt das Mikro an oder aus ist. Ja, also es gibt diesen Katalog, der ist umgekehrt in mancher Hinsicht. Der ist sozusagen weiße Schrift auf schwarzem Untergrund und die Bilder sind versteckt. Und das haben wir deshalb gemacht, um ein bisschen die Sehenden, also zumeist sehenden Betrachter, ein bisschen zu foppen, weil eine gewisse Barriere aufzubauen. Denn viele Menschen, die sehen können und normal sind, erleben gar nicht die Barrieren, die sozusagen für andere Leute ständig da sind. Und da haben wir halt gedacht, jetzt machen wir mal die Kiste andersrum und verstecken die Bilder, sodass die Leute, die sehen können, erstmal nichts sehen. Also in der Lage sind, in der Blinde eigentlich sind, wenn sie ins Museum gehen, weil da nämlich ja dann sozusagen die Bilder für sie eben unsichtbar sind. Und wir haben auch dem Katalog dann eine CD beigetan mit Audiodeskriptionen und Texten, sodass sozusagen die Bilder, die dann für die Sehenden sichtbar wurden, für die Blinden natürlich immer noch unsichtbar waren, dann aber durch diese Audiodeskriptionen, also intensive Beschreibungen, dann verständlich und nachvollziehbar geworden sind. Klasse. Möchtest du uns die vier Bilder mal vorstellen? Oder, weil ich kann gar nicht, das ist nämlich der Clou, weil ich habe nämlich der Jule, die bei euch in der irgendwo in der genau. Regie sitzt, habe ich einfach hört auch zu. zehn Bilder geschickt und sie durfte sich vier auswählen und ich weiß gar nicht, welche sie jetzt genommen hat.
Edwards Tapestry One ist das erste. Ah, okay, von Marion Edwards. Ah, eine Künstlerin aus Großbritannien, ja. Birmingham. Und stark sehbehindert. Und sie hat hier ein schönes Objekt gemacht, das man gut anfassen konnte. Es hat verschiedene Gegenstände drauf montiert. Löffeln, Gabel, aber auch kleinere Gartengeräte, die sie wohl irgendwann mal auf ihrem Speicher gefunden hat. Die haben teilweise schon eine recht starke Patina und hat sie so schön drapiert. Also fanden wir eine sehr interessante Arbeit. Sie malt auch witzigerweise, oder nee, zeichnet, Markus, ne? Also Bilder von Brücken. Auch sehr interessant, weil sie halt sehbehindert ist, macht sie sozusagen sehende Werke und Tastobjekt. Und hier haben wir halt ein Tastobjekt. Okay, das sehe ich gut. Man kann es schön auf den Tisch stellen und dann mit den Händen anfassen, hat so eine gute Größe auch. Also ich fand das sehr interessant. Und man kann so wirklich ein bisschen mit den Gegenständen beschäftigen. Wie fühlen sie sich an? Was ist das für Gegenstände überhaupt? Ja. Okay, schön. Bevor wir zum nächsten Objekt gehen, eine Frage, die ich mich gerade immer stelle. Ich kriege immer diesen Hinweis genannt, also Hinweis. Und ich frage mich immer, habe ich was vergessen? Aber der Hinweis ist einfach nur der Hinweis, ohne eine genauere Erklärung. Verrätst du uns, was das im Hintergrund die Stimme ist? Warte mal kurz. Das ist meine Sprachausgabe. Und die mache ich jetzt mal, ich mache die mal weg. Ja, ist ein bisschen störend, glaube ich. Nee, ist überhaupt nicht störend. Ich finde, Hinweis ist immer super, weil es hat sowas von Hinweis. Hör zu. Beweg dich nicht weiter. Ja. Also man weiß doch nicht, das brauchst du ein bisschen. Dann immer, wer jetzt dem Meeting beigetreten ist und wer das Meeting verlassen hat. Dann sagt er bei Hinweis, Juli ist dem Meeting beigetreten oder Christian hat das Meeting verlassen oder so. Ah, interessant. Und haben jetzt, werden wir... Ich auf die Control-Taste, weil damit kann ich ihn stoppen, damit er nicht den ganzen Senf wird. Jetzt habe ich es aber, glaube ich, ausgeschaltet. Aber das heißt, du hast einen kompletten Überblick. Haben jetzt mehr Menschen, seitdem wir gesprochen haben, das Meeting verlassen oder sind wir hinzugekommen? Mehr dazu gekommen. War genau die richtige Antwort. Das ist auch mein Gefühl. Es genau. War auch mein Gefühl von der Energie hier im Raum. Die ist nämlich wirklich, wirklich wunderbar mit euch beiden. Macht großen Spaß. Kommen wir zum nächsten. Romaine Bad Eye on the Good Foot. Ah, okay. Das ist ein sehr großes Gemälde. Das ist jetzt für Blinde war das, während das erste sehr schön zum Anfassen war, war das jetzt von der ersten Wahrnehmung eher schwierig, weil wenn man da drüber fasst, also in unserer Ausstellung durfte man Bilder auch anfassen, wenn man da drüber fasst, hatte man einfach so diese Leinwand. Und Barbara Romaine hat, sie ist sehr stark sehbehindert und sie hat sehr viel mit Schablonen gearbeitet. Die hat sich selber ausgeschnitten und dann auf der Leinwand verteilt. Und dann hat sie praktisch diese Löcher gehabt oder die Schrift war es auch manchmal. Und dann hat sie sozusagen in die Löcher dann die Farbe rein, also Acrylfarbe reingepinselt. Und dann nachher die Schablone wieder weggenommen. Und dann hattest du sozusagen das Bild, was sie, wenn sie mit der Hand gemalt hätte, ohne diese Vorgabe der Schablone zu haben, eben nicht so gut hingekriegt hätte. Ne? Verstehst du? Verstehe ich. Die Technik ist, genau, das fand ich faszinierend an dieser Technik. Ich habe selber nicht gesehen und Markus... Der sagt jetzt noch mal was dazu, weil er da das Bild besser sehen kann als ich. Was hat sich an dem... Also ich sehe es ja im Gegenlicht kaum. Ah, das ist okay. Und ich habe es auch vier, fünf Jahre nicht gesehen. Aber es sind sehr, also grelle, sehr starke Farbkontraste, sehr lebendig. Und ich glaube, sie ist auch eine Berufskünstlerin. Ich meine schon, ja. Ja, und aber, das finde ich eine interessante Sache. Und ich glaube, die andere auch. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber... Mhm. Man denkt ja im Allgemeinen des Öfteren, dass blinde und sehbehinderte Menschen und ein bisschen für karitative Zwecke sich mit Kunst betätigen, aber dass die Frage auch wirklich gestellt wird, wie kann man Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder die blind sind, auch dazu bringen, dass sie sich beruflich mit Malen oder Kunstmachen betätigen. Und ich glaube, sie war eine sehr, sehr ausdrucksvolle und kräftige Künstlerin für mich. Genau, da ist England, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie immer noch weiter sind als Deutschland. Also, na, was heißt ich hoffe? Also sie waren eine Zeit lang sehr viel weiter, also weil auch Tony Blair und die Politik von Labour sehr unterstützend war und da hat man schon auch Gelder bekommen als blinder Künstler, blinde Künstlerin. Und das ist... Ich weiß nicht, wie es unter der konservativen Regierung ist. Kannst du vielleicht noch besser ausmachen? Ich glaube, es gibt in Großbritannien im Allgemeinen
eine große Regression für die Fortschritte, die in also Gleichsetzung für Menschen mit Behinderung erschafft wurden und auch im Kulturbereich. Da waren sie also bis zu etwa 2010 europäische Vorreiter und viele von diesen interessanten Initiativen, um eigentlich das gesamte, den gesamten Bereich von Kulturmöglichkeiten, also mehr barrierefrei zu gestalten. Viele von diesen Initiativen sind irgendwie eingefroren, abgeflaut. Das ist sehr, sehr schade. Ja, das Boris Johnson hat nicht nur die EU verlassen, sondern er hat wahrscheinlich auch Menschen mit Behinderung verlassen. Aber wir machen keine politischen Statements. Insofern, ich habe das nur zusammengefasst, was du gerade ausgedrückt hast in meinen Worten, ohne jetzt ein politisches Statement zu machen. Das ist der Disclaimer. So sind wir. Wir sind nicht politisch. Eine Frage im Chat war, wie kommt ihr zu den Bildern, die ihr beschreiben wollt? Also ich vermute, die Frage ist so gemeint, dass wie sucht ihr die Bilder aus, die ihr dann explizit für Menschen mit einer Sehbehinderung beschreiben wollt. Nach welchen Kriterien sucht ihr die aus? Das war eine Ausschreibung, die wir 2012 schon angefangen haben, europaweit, auch sogar weltweit. Dann haben sich sehr viele gemeldet und sie konnten uns natürlich nur Bilder schicken, was ein bisschen schade ist, aber zum Beispiel, ja, Barbara Romain kommt aus Los Angeles, Marion Edwards aus Birmingham, also jetzt wirklich anfassbare Kunstwerke, hätten die entweder die Werke schicken müssen per Post oder wir hätten alle hinreisen müssen. Also die Frage ist halt, das waren noch blinde Mitglieder in der Jury. Wie kann ein blindes Mitglied sozusagen ein Foto beurteilen? Das haben wir dann halt so gemacht, dass, ja, wie Markus zum Beispiel mir die Bilder beschrieben hat und noch andere Leute. Und dann haben wir uns halt so ein Bild davon gemacht und haben natürlich immer gerne auch Skulpturen genommen, weil wir natürlich auch sehr gespannt darauf waren, wie fühlen sich die Sachen an. Genau, es waren also alles blinde oder sehbehinderte Künstlerinnen und Künstler. Ja, und dann haben wir 16 Künstlerinnen ausgewählt und dann sind die Sachen mit der Post dann nach Köln gekommen. Und das waren insgesamt 16 Künstler mit irgendwie so einem Schnitt, glaube ich, 3 oder 4 Bildern. Das waren zwischen 40 und 50 Werken, also nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen, auch eine Installation war dabei, Werken, die wir dann dort ausgestellt haben. Und dann haben wir alle Werke im Prinzip audiodeskribiert, alle Werke, die in der Ausstellung waren. Ansonsten bezieht sich das, was wir hier haben, halt auf diese Ausstellung. Man könnte natürlich hingehen und sozusagen das Menschheitserbe an Malerei nach und nach beschreiben. Und da müsste man dann sozusagen wieder neue Kriterien finden. Aber es wäre ein gutes Projekt, das man auch online natürlich dann machen könnte. Du kannst, weißt du, was ich, den Louvre anklicken und dir auf einer Seite dann alle Gemälde, die im Louvre ausgestellt sind, dann als Audiodeskription anhören. Wäre eine spannende Sache. Gibt es, glaube ich, noch nicht, Markus. Weißt du, ja, du hast vollkommen recht. Und ich sehe gerade einen Kommentar, wir müssen bei dem Thema Inklusion politisch sein. Vollkommen richtig. Wenn ihr im Chat politisch sein wollt, dann seid politisch. Meine Interviewpartner sind politisch. Als Moderator ist man das. Seid ihr die Hauptperson und sprecht. Und insofern seid gerne so politisch, ihr seid. Nur, was ich dich noch fragen möchte, also weil es gibt das Audiobook und vielleicht gibt es dann auch irgendwann das Audiobild, also das Audio-Picture. Und insofern habt ihr vielleicht, dass Menschen irgendwo unterwegs sind und die können sich Bilder angucken und sie hören über das Bild. Und manchmal ist es ja so, das weckt dann so eine Neugierde und man sagt, vielleicht als Mensch, der in Anführungszeichen normal, Anführungszeichen, sehend ist, dann sagt man, dieses Bild würde ich gerne mal sehen. Das würde ich mir jetzt wirklich gerne mal angucken und vergleichen, ist das wirklich gut beschrieben? Und dann hat man auch so eine Art Bewertung. Insofern habt ihr wirklich eine tolle Idee, also Inspiration für alle Menschen. Und darum geht es ja heute in dieser langen Nacht der Inklusion. Jeder bringt was an den Tisch und jede inspiriert gegenseitig. Und am Endeffekt gibt es dann Menschen, die dann einfach sich die Audiobilder angucken. Da hatte ich mal so einen Gedanken. Es gab ja, und es gibt vielleicht auch noch so Radiosendungen, in denen Objekte oder Gegenden oder Dörfer aus sogenannten fremden und weit entfernten Ländern beschrieben werden, für eigentlich das allgemeine Publikum und für alle Zuhörer. Und da hängt es natürlich auch sehr von der
den beschreibenden Fähigkeiten des Journalisten oder der Schriftstellerin ab, wie gut das auf einen zukommt, wie objektivierend das sein kann, wie ein Gesamtbild aufgebaut wird, aber ob auch etwas Emotion damit kommt. Und nehmen wir jetzt an, wir hören uns diese Audiodeskriptionen vom Artblind an. Das ist vielleicht etwas eher Objektivierendes. Man muss ja auch, man will ja einer blinden Person auch nichts vorspielen. Aber wenn jetzt die Lust kommt, mal das Objekt zu sehen, dann ist es auch ganz klar, dass wenn man die Möglichkeit hat, vor diese Objekte zu kommen und der Beschreiber, die Beschreiberin, ob die jetzt ein Familienmitglied, eine Freundin oder auch ein Berufsbeschreiber oder ein Museumspädagoge ist, Vermittler, dann hat das auch viel damit zu tun, wie man nicht nur etwas mehr oder weniger objektiv beschreibt, aber wie man auch etwas Emotion vermitteln kann, damit auch eine emotive Beziehung zu diesem Objekt hergestellt werden kann. Es ist oft intimer, interessanter, an Ort und Stelle zu sein, weil die sehende Person natürlich direkt von einem Kunstwerk angesprochen ist. Und das hat nichts mit Internet zu tun. Da muss man wirklich in einer analogen, dreidimensionalen Welt leben. Und dann noch ganz kurz eine Problematik. Das ist, wie bringe ich eine Person an die Schwelle der verschiedenen und vielen, sagen wir, Interpretationsmöglichkeiten von Bildern, aber ohne sie überzuinterpretieren und damit ihren Sinn und ihre Bedeutung eigentlich ganz einzugrenzen. Und Markus, darum geht es, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, weil ich habe einen Blick auf die Uhr und wir sind leider, es ist wirklich spannend mit euch beiden, Siegfried und Markus, es ist wirklich spannend und ich würde euch gerne länger zuhören, aber wir haben hier einen ziemlich engen Zeitplan. Vollkommen richtig. Es ist gerade vor dem Bild entsteht Emotionalität und deswegen sind wir hier. Deswegen machen wir die lange Nacht der Inklusion, weil wir wollen Emotionalität. Deswegen kann ich euch nur vor dem Bildschirm sagen, wenn ihr die Chatfunktion nutzt und hier sind Aufführungen, hier ist Musik, diese Energie kommt an. Die Darsteller haben Tränen in den Augen, weil sie einfach diese Energie spüren und wir fühlen uns nicht mehr allein hier. Das ist das Bizarre. Wir haben wirklich das Gefühl, wir sind verbunden. Und deswegen herzlichen Dank, Artblind, Siegfried Sehrberg und Markus Weißen. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wenn ihr könnt, bitte noch kurz in den Chat dann ist es einfach direkt eure Webseite eintragen. Ist auch auf der Homepage, also insofern, die Informationen sind da. Manchmal ist es aber auch schneller, dann kann man draufklicken, wenn ihr das kurz noch ergänzen wollt, wo man euch trifft, wie man euch ansprechen kann. Und es war ein wirklich klasse Gespräch. Wir hätten noch zwei Bilder gehabt, die gucken wir uns jetzt nicht mehr an, beziehungsweise hören nichts mehr darüber. Das geht heute nicht mehr, weil wir machen jetzt weiter mit Stefan Wegner. Stefan Wegner ist Geschäftsführer der Theo Lorch Werkstätten und er wird sich vorstellen und mit einem Video. Und der Hinweis ist, dass ja, herzlich willkommen hier bei den Theo Lorch Werkstätten in Ludwigsburg. Wir haben gedacht, wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir zu Ihnen. Mein Name ist Stefan Wegner, ich bin Geschäftsführer der Theo Lorch Werkstätten. Und wir dachten, dass wir anstelle der geplanten 15 Gemälde, die Sie hätten anschauen können, real anschauen können, dass wir Ihnen nun eins vorstellen, nämlich das Lieblingsbild von mir. Dieses farbenfrohe Gemälde entstand im Förder- und Betreuungsbereich in dem Projekt Gestalt und Farbe. Dieses Projekt, das es seit 2008 gibt, ist unter der Leitung von der Birgit Drakeford, die hier mit ungefähr 6 Beschäftigten aus dem FOB-Bereich diese wunderbaren Gemälde entstehen lässt. Sie haben in diesem Projekt die Möglichkeit, die Beschäftigten, dass sie sich
anders ausdrücken können, als es normalerweise der Fall ist, nämlich eben mit den entsprechenden Farben und Pinseln. Und Sie sehen, was Wunderbares dabei rauskommt. Dieses hier ist von Guido Meurer und man kann es ja ahnen, es heißt Buntes Leben. Lassen Sie sich auf sich wirken. Ich bin total begeistert. Ich habe von ihm gehört, dass er in diesem Gemälde Erinnerungen aus seiner Jugend hier mit einfließen ließ. Und ich finde, auch wenn man das jetzt nicht weiß, und es ist ja auch unerheblich, was genau er damit meinte. Ich persönlich finde, diese Ansicht der Gebäude, dieser Stadtansicht, für mich, ich interpretiere es so, ist farbenfroh, ist eben so bunt wie das Leben. Es zeigt die Unterschiedlichkeit und wenn man jetzt das aufs Leben bezieht, auch Höhen und Tiefen, einfach Unterschiedlichkeit bunt hat. Und nun möchte ich schon zum Ende kommen. Wenn Sie noch mehr von solchen Gemälden sehen möchten, uns besuchen möchten, dann schauen Sie doch einfach wieder vorbei, wenn wir im normalen Betrieb sind, im Regelbetrieb. Im Moment sind wir leider im Notbetrieb. Das heißt, nur ganz wenige Beschäftigte sind hier und können der Arbeit, der wertvollen Arbeit nachgehen, können auch jetzt nicht in diesem Projekt weitere Gemälde entstehen lassen. Aber irgendwann wird es ja mal wieder eine Normalität kommen. Am besten mit Voranmeldung, aber wenn Sie nicht warten möchten, dann können Sie doch einfach auf unserer Website www.theo-lorch-werkstätten.de oder auch unsere sozialen Medien wie Instagram oder Facebook einfach vorbeischauen und sich ein wenig inspirieren lassen. Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen weiteren Abend bei der Langen Nacht der Inklusion der besonderen Art. Ich hoffe, bis bald und dann nochmal persönlich. Schönen Abend.